Das ist ja das Interessante, der Open Truck kann irgendwo hinfahren, also gefahren werden, dort abgestellt werden für mehrere Tage oder Stunden, je nachdem, und kann gespielt werden. Die Idee kam von Carsten Schröder, mit einem ganz handelsüblichen Sattelschlepper der Firma Schmitz Cargobull herumzufahren und den auszugestalten. Und das im ländlichen Raum im Rahmen des Projektes Münsterland Leben. Mit der Idee, wir sprechen die Designer an und da wird schon was Gutes dabei rauskommen oder was Interessantes. Erst wurde das Produktdesign entwickelt, dann wurde das geprüft von den Studierenden vom Maschinenbau, dann wurde die erste Ausstellung geplant. Zeitgleich wurde dann dieses Konzept, was ja auch berechnet werden musste, übertragen und ein Messebauer hat das dann ausgearbeitet und fertiggestellt. Die Medien, die da sozusagen im Raum selbst sind, und dann wurde weiterhin an den interaktiven Sachen gearbeitet. Das ist ein Modell, welches natürlich vorher gefertigt wird, bevor so ein Bau überhaupt umgesetzt wird. Also die Designstudierenden müssen ja ihre Ideen und ihren Entwurf kommunizieren. Dafür eignet sich sowas ganz hervorragend. Die Sachen entstehen ja nicht nur am Computer, sondern müssen gebaut werden. Und da ist die Idee, dass wir tatsächlich das maßstabsgerecht sozusagen in die Verkleinerung bringen und eben wirklich schauen, wie können die einzelnen Medien miteinander verbunden werden. Hier vorne haben wir zum Beispiel den Bereich der Vorratskammer, wo auch die interaktiven Medien zeigen, welche Lebensmittel in bestimmten Rezepten stecken und was sich dahinter verbirgt, Vitamine und Nährstoffe. Dann haben wir den nächsten Bereich, der dann begangen werden kann. Das ist die sogenannte Küche, wo man dann selbst kochen soll. Hier erfährt man ein bisschen was zu dem Thema Öle und man kann dann selber sozusagen interaktiv kochen. Und im letzten Bereich kann man dann erfahren, wie ein Austausch von Lebensmitteln stattfindet. Also dann wirklich sagen, ich möchte jetzt mal statt der Nudeln die Kartoffeln nehmen. Und dann erfährt man, welche anderen Nährstoffe darin sind und was sich da verändert zur Ernährung. Das ist so die Idee. Und das Ganze kann man am Computer simulieren. Aber es ist immer besser, auch einen Prototypen zu haben, um das zu kommunizieren. In dem Fall ist es die erste Ausstellung, die heißt Ernährung erfahren. Mir schmeckt's. Die erste Ausstellung ist eigentlich so eine Art Opener für weitere Ausstellungen, die da folgen sollen. Also die kann man ganz schnell abbauen und andere Ausstellungen mit reinnehmen. Das ist wirklich so angelegt, dass es mobil sein soll, im wahrsten Sinne des Wortes, dass es eben diese Ausstellungskonzepte nicht nur Ausstellungen sein sollen, sondern Kommunikation und Erlebnisraum bietet dieser Sattelschlepper zugleich. Thank you.